Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute testen wir mal eine Pizza. Die habe ich schon beim letzten Einkauf mit drin gehabt. Crispy Bacon Chabanero. Chabanero, genau das. Und ja, vom Bild her sieht sie so aus. Bin mal gespannt. Weil da steht auch Crispy Bacon. Jetzt werden wir die aufbacken und gucken mal, was da bei Strength of Things dabei rauskommt. Hab die Serie übrigens nie gesehen, aber eine Netflix-Pizza. Kann man mal machen. Genau. Also Pizza. Pizzatainment präsent. Ob sie wirklich so gut ist wie die Werbung. Vielen gefällt es vielleicht auch nicht, aber das ist ja Ansichtssache. Sieht wieder anders. Und wir gucken mal, was da jetzt so drin steckt. Schauen wir mal rein. Ja. Schauen wir mal die Folie an. Okay. Ja, Chabanero, ich mag den Geschmack sehr. Wie gesagt, ich habe da auch so ein Gewürz gehabt. Ich habe letztens mal beim letzten Video mit der Kamera gehalten. Jetzt so hier die Belegung, ja, kann man so machen. Ist nichts Besonderes. Man kann auch ein bisschen Käse drauflegen, was ich ja diesmal nicht mache. Ich werde sie einfach so genießen, wie sie ist. Und ja, schauen wir mal. Genug gelabert. Man sieht sich dann bei der Verkostung. Also wunderschönen guten Morlock zurück. Was ihr neben mir seht, ist meine Buntfarbenlampe, wie man sie auch nennt. Sie, ja, bringt ein bisschen Farbe rein, genau. Und jetzt werden wir die Pizza machen. Hier war noch Ananas drauf, was ich leider nicht mag. Habe ich dann hier entfernt, zu Recht. Ich denke mal, geben mir auch viele Recht. Weiß nicht, was auf dieser Pizza hier Ananas verloren hat. Mögen die Hersteller sich vielleicht was gedacht haben. Bestimmt schmeckt es auch einigen, aber nicht für mich. Jetzt teste ich das mal hier. Nicht über den Teller wundern. Eine leichte Schärfe kommt auf, aber ist eigentlich bei den Pizzen eigentlich noch meistens erträglich. Ich hatte mal eine, kann aber die Marke nicht mehr sagen. Die war auch, glaube ich, eine Jalapeno bzw. irgendeine scharfe. Die konnte ich kaum essen. Die ist okay. Weil ich das Ananas jetzt weggelassen habe. Na. Maximal ein Schärfepunkt von 10, wenn ich es in Schärfepunkten umsetze. Rand ist leider ein bisschen viel, das mag ich nicht so. Wenn der jetzt mit Käsefüllung wäre oder was anderem, wäre ich eigentlich positiv begeistert. Aber so gibt es keinen Punkt dazu. 8,2 ES-Punkte. Ja. Sie ist gut zu essen, hat guten Biss. Ist zwar ein bisschen dünn in der Mitte, aber das stört mich nicht. Ich mag auch dünne Pizzen. Rand ein bisschen negativ, aber ist halt meine Meinung. Wenn ich mir jetzt noch Ananas vorstelle, gibt es auf jeden Fall Punktabzug. Das passt für mich gar nicht. Ansonsten gute stabile Pizza. Auf jeden Fall empfehlenswert. Was noch anzumerken ist, ein bisschen mehr Jalapeno wäre noch eigentlich nicht zu bemängeln. Ansonsten schmeckt mir die ganz gut. Ja. Also wenn ihr die irgendwo mal seht,
müsst ihr nicht zwingend dran vorbeigehen. Aber erwartet man auch nicht so viel Schärfe. Das ist ja nicht gegeben. Aber immerhin ein bisschen mehr als die Soße, die ich im Kühlschrank habe. Die neue. Ein guter Schärfepunkt von 10, also 1,3, wenn man so in meine Schärfeskala geht. Das müsst ihr natürlich für euch selbst entscheiden, aber ansonsten für manche scharfe Anfänger ist es bestimmt schon eine harte Nummer, denke ich mir. Aber so, okay, es geht bis 1,5, ja, jetzt so langsam, weil ich dann noch die Jalapeno jetzt noch so gegessen habe. Aber mehr nicht, alles aushaltbar. Ich schwitze natürlich immer gleich von der geringsten Schärfe, obwohl es mir meistens nichts ausmacht. Auch wenn es gering ist, trotzdem schwitze ich wie so ein Ast. Ansonsten, man sieht sich wieder. Beim nächsten Video schauen wir mal, was dann passiert. Guten Morgen, euer Mr. S.